Kurz nach 14 Uhr. Ja, dann lies mal. Eigentlich ist es schon viel später, aber egal. Hallo, willkommen zurück. Red Library Offices. Kurz nach 14 Uhr heute Nachmittag stürmten mehrere Bewaffnete die Büros im Gebäude der Mill Center. Sie bahnten sich um sich schießend ihren Weg durch mehrere Geschäfte, bis sie von einer Streife in einem der Büros festgehalten wurden, festgenagelt. Angefangen hat das alles mit einem versuchten Banküberfall, bla 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 bla, irgendwie ein Bank, und dann hat das nicht funktioniert, wie so üblich. Das ist schon wichtig, das würde ich schon vorlesen auch alles. Nö, wir können ja Pause machen und sich das selber durchlesen. Polizeistreifen, bla bla bla. Ich kann das selber lesen. So, gut. Das war nämlich, glaube ich, die erste Mission, wo wir Gasmasken brauchen. Ja. Wo die Gasmasken aufhaben, ne? Mhm. Ach ja, genau. Zwei Gasmasken und zwei gepanzerte Westen. Ja, warte mal. Das macht aber nichts. Ja, hast du CS-Gas dabei? Weil, also ich kann das Pfefferspray wegpacken, das stimmt, aber sonst. Nee, es geht mir um die, ob ich Vollmantel oder Hohlmantel nehme. Achso, ja, das stimmt. Ich nehme Vollmantel, wenn da jetzt. Dann nehme ich Hohlmantel, du Vollmantel, dann haben wir für beide Fälle. Ja, ich habe Hohlmantel, habe ich auf meiner Pistole. Achso, ja, stimmt. Ich kann ja auch auf Stahlmantel gehen, dann geht das auch bei der Pistole scharf. Okay. Ja, und dann halt, wie gesagt, wenn du irgendwie Pfefferspray oder CS-Gas dabei hast, kannst du das wegpacken. Weil nur Blendgranaten. Dann nehme ich noch einen Türkeil. Nee, einen Türkeil auch nicht. Was nehme ich denn? Dann nehme ich nur das Ding mit, die ist auch ganz lustig. Gut. Ja, meinetwegen können wir loslegen. Dann mal los. Bei der Mission habe ich tatsächlich des Öfteren mal verkackt. Ja, die ist sauschwer. Die ist richtig schwer. Die ist richtig mies, weil die denk gerne die Geiseln erschießen. Und immer in die Fresse schießen. Ja, am Westen an. Immer in die Fresse schießen. Also das ist auch die erste Mission, wenn wir die ein paar Mal nicht geschafft haben, empfehle ich einfach, dass wir auf die Non-Lethal Shotgun wechseln. Weil da kannst du einfach reingehen und auf alles ballern, auch auf die Zivilisten. Ja. Und das ist so scheißegal, das macht dann nichts. Direkt hinter der Tür zwei Stück links von uns, also links von der Tür. Würfel, ja, dann mach doch mal. Ach, komm, wenn die direkt links sind, warte kurz. Aber ich muss erst aufmachen mal die Tür, und dann erschieße ich sie einfach. Ich muss erst die Tür hier auf Leather manen. Ich hoffe, die Tür geht nach innen auf. Ja, geht's. Eins. Hochprofessionelles Vorgehen. Die Terroristen sind da, die Polizei, meine ich. Oh, der legt sie hin. Ja, der hat aufgegeben, sehr gut. Einfach in den Rücken schießen, weißt du. Ja, dann melde den und mach, heb die Waffe auf. Der hat eine Schrotflinte, Alter. Ja, der hier auch. Der hat auch eine Weste an, das ist schon mal gut, dann ist einer von den Westi-Heinis weg. Deswegen ist er nicht gestorben. Alter, das hier ist so unübersichtlich mit diesem Scheiß. Diese Cubicles sind furchtbar, ja. Hier ist noch eine Frau. Ja, da sind Zivilisten. Wow! Ach, das war's gar nicht, du. Nein. Naja. Jetzt war's mal ein Terrorist, der hat auch nicht getroffen. Mit seiner Pumpgranate die Blume abgeschossen. Dann ist auch noch eine Zivilistin. Alter, ist das ein Level. Ich hasse diesen Level. Erstmal hier ein bisschen für Ruhe sorgen. Oh. Los, geh runter. Geh runter! Und geht doch. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Es macht auch nichts. Oh Gott! Ich bin neben dir. Okay, das dürfte alles gewesen sein hier. Dann lass hier aufräumen. Ich hab die Bitsteine schon durchgesagt. Also ja, da hinten sind noch zwei Zivilisten, die knien gerade. Hier liegt noch eine Waffe. Ja, die kannst du mal wegnehmen. Und hier hinten sind zwei. Oh, wir sind so pro, ne? Ja, Alter. Ne, gut, den ersten Typen einfach mal abknallen ist natürlich nicht so gut. Für die Wertung jetzt aber, naja. Ich leg dem Typen hier mal noch Handschellen an. Ich hab's hier bei der Biatch. Halt die Schnauze, Alter. Wenn wir jetzt motzen. Noch einem im Stock geben, weißt du? Der hat auch. Ohne Scheiß. Bei mir, als ich gesagt habe, runter auf die Knie, hat er gesagt: Ich stehe hier nur! Ja, direkt mit dem Kolben in den Nacken. Aber was ist das für eine Aussage, weißt du, da kommen so zwei hochbewaffnete Polizisten auf dich zu zielen, auf deinen Kopf. Ich stehe hier nur! Hallo? Könnten Sie mal bitte weniger asozial... Da. Oh, keiner da. Oh Gott, ich dachte, die Tür wird von irgendwem anders aufgemacht. Also mieser Flur. Der ist richtig mies, aber auch... Oh, Vorsicht! Bring einfach alles um. Hab ich. Okay, der Typ in dem Aufzug ist mies. Ja. Das ist so geil, dass ihm auch keiner hilft. Klonk. So, Stairs oder den Flur weiter lang? Erst das Stockwerk sauber machen. Hast du eine Dings dabei? Eine was? Türkeil? Ja.
dann warte, ich mach das schon hier hinten, aber dann hast du noch einen, das ist gut. Dann machen wir die Tür dicht, damit hier keiner von den Treppen runterkommen kann. Da ist aber noch eine andere Stairs-Tür, ne? Ja, dann mach beide, dann mach die andere zu. Können wir den Türkeil dann noch wieder rausnehmen? Ja. Gut, ich gehe schon mal das Herrenklo durchsuchen. Aber hier scheint keiner zu sein. Spiegel. Oh, okay. Das funktioniert nicht so. Gut. Gut. Ah, doch, jetzt. Licht. Okay, hier ist keiner auf dem Klo. Frauenklo auch gucken. Warte, da ja, geht auch gerne vor. Kein Problem. Da ist auch einer. Bring ihn um. Nee, nee, das ist ein Zivilist, glaube ich. Das wäre nicht so gut. Warum bist du auf dem Frauenklo? Du bist ein Mann! Los, runter! Hallo? Ja, der spackt gerade ab. Hast du gerade einen Zivilisten? Ich hab ihn nur ins Bein geschossen. Warum machst du sowas? Damit er sich runterkniet. Alter, warte. Guck mal kurz weg. Ja, genau, das wollte ich nämlich auch gerade machen. Ja, geht doch. Alter, schießt du dem ins Bein, ey. Flashbang ist okay, aber also ein Bein, Schuss ins Bein, da laufe ich noch weg. Aber eine Flashbang, da habe ich Angst vor. Ja. So, Alter, wenn dir so eine Flashbang neben dem Ohr explodiert, hast du aber auch echt keinen Spaß mehr. Unter dem Gesicht. Ich habe sie direkt unter seine Füße geworfen. Das ist nicht so angenehm. Okay, hier hinten sind wir durch. Dann müssen wir hier... Soll ich hier den Keil entfernen? Nee, warte mal, hier hinten. Achso, das ist da, wo wir reingekommen sind. Wo ich dem Typen in den Rücken geschossen habe, ja. Dann warte kurz, ich komme, dann kannst du den Keil wegmachen. Welchen denn? Links oder rechts? Mach rechts den, das ist egal, mach rechts den. Okay. Und dann gucke ich mal durch. So, da ist er weg. Ja, ich gucke. Oh, na komm. Okay, unter der Treppe steht einer. Aber das scheint ein Zivilist zu sein. Der hat die Hände über dem Kopf. So, ich will nicht sterben. Achso, ich muss die Scheiße hier wieder aufmachen. Warte. Obwohl, weißt du was? Was ist denn der Geiz? Wo ist uns denn? Wer denn? C4? Nee. Ach, deinen Schrot. Na toll, nicht getroffen. Geht doch. Zivilist, nicht schießen. Gut. Auch den Nerd hier mal fesseln. Muss ein Nerd sein, hat eine Brille auf. Das Spiel ist nämlich durchaus gerne mal ein bisschen klischeehaft. Okay, ich glaube, die Tür ist eh abgeschlossen. Werden wir gleich rausfinden. Ja, ist sie. Pass auf, ich guck durch. Wenn das da ist so praktisch, dass du das kannst. Das ist super, das Teil ist auch echt Gold wert. Ja, da sind zwei Typen hinten dran. Okay, ich nehme die Schrotflinte. Schieß die scheiß Tür auf und du wirfst einen Flash. Ja, warte. Wo habe ich sie denn, die scheiß... Wo ist sie denn? Auf deinem Rücken. Weiß ich nicht, vier? Yes. Ja, ich habe einfach an der Tür gehen. Und dann sag ich einfach muss auch ran. Ja, ich muss richtig zielen. Das geht nur in einer bestimmten Stellung. Okay, 3, 2, 1, go. Und los. Und rein, bring alles um. Bring es um. Wohoho! Scheiße! Warum lebst du noch? Was bist denn du für ein Typ, ey? Ja, der hat eine Rüstung an, ne? Nee, der hatte keine. Dann hat er Glück gehabt. Der ist auch tot. Wow. So auf mich geschossen gerade. Das sei jetzt ein Zivilist, Mann. Da hinten sind sie, tötet sie! Bam! Headshot, als Maulschlampe. Ich hab grad ein halbes Magazin in den Typen reingeballert. Weißt du, was hier war? Weste. Ich kam hier rein in den Raum und dann gucken mich drei Typen an. Ja. Einer läuft weg, zwei schießen auf mich. Ich habe einen Kopfschuss und einen Brustschuss abbekommen, aber ich lebe noch. Ja. So, dann gucken wir hier nochmal durch. Doch, der hat doch eine Weste an. Ja, ne, meine ich doch. Okay. Ja, aber das war eine weiße Weste, deshalb sah das aus wie so ein Shirt. Ich bin mir nicht sicher, ich meine, das ist eine Wandbemalung auf der linken Seite, so ein Typ auf dem Fahrrad, aber... Oh, bist du das? Ja. Ach so. Hallo. Oh, Alter, schreck mich nicht so. Hier steht auch gerne mal einer, aber hier ist gerade keiner, okay. Warte mal. Und in Cubicles waren wir ja schon, ne? Ja, ja, aber hier oben sind sie dann gerne auch mal. Aber hier war die Tür auf, das mag ich nicht haben. Aber hier ist keiner, okay. Doch, da! Du machst ja schon.
Dann schmeißt er die Pumpgun weg und zieht eine Pistole. Clever. Hier ist der Tresor. Ja, gut, der lebt sogar noch, siehst du mal. Wo bist du denn? Nur eine Zivilperson beim Fernseher, in der Cafeteria. Ja, warte, ich komme. Meine Güte, ey. Schmeißt er seine Pumpgun weg und zieht eine Pistole, wie geil, ey. Oh, hier ist noch eine. Direkt neben dem Getränkeautomat war eine. Ja, und sie hat sich hier hinterm Fernseher versteckt. Das ist ein schöner Ort. Ich bleib hinterm Fernseher. Ja, manchmal sind die gar nicht dumm. Manchmal verstecken sie sich echt ganz gut. Okay, hier ist ein Flur. Das mag ich nicht so gerne haben. Ach, da waren wir aber schon. Das ist der. Ja, ja. Wow, okay. Was ist hier noch los? Hier ist auch nichts. Okay. Das dürfte es fast schon gewesen sein. Das ist Berichte an TOC 20 von 19 von 20. Einen müssen wir noch durch sagen, ja. Ja, alle Zivilpersonen retten es auch noch nicht. Das ist wahrscheinlich eine der Zivilpersonen. Wahrscheinlich einer unten im Cubicle oder so. Ja. Oder der unter der Treppe, weiß ich auch nicht. Ich gucke mal. Oh! Achso, das bist du. Oh, fuck, warte, der fucking Serverraum. Also, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten bei diesem Serverraum. Dass hier direkt links einer steht, da steht auch einer. Ich hab den Typen auf dem Bett schon durchgesagt. Ja, und dann, das da passiert. Die sind gerüstet, ne? Da ist noch einer nach rechts gelaufen. Ich hol meine Stinger raus und schmeiß sie ihm da vor die Fresse. Ich hoffe, der steht da. Nee, der ist eh in den Raum gelaufen. Wow! Da ist er. Gut. Jetzt habe ich auch einen Schuss ins Bein gekriegt. Okay. Doch, hier ist noch einer. Wow! Ich habe ihm in die Eier geschossen. Nicht nett. Geht. Aber er ist tot. Das war mir jetzt erstmal wichtiger. Dieser Serverraum ist richtig mies. Ich hasse diesen Raum. Das war so, oh, eine Tür. Ja. Die haben wir ja übersehen, die Tür. Komm hier rein. Hier können noch mehr sein. Da hinten durch. Keiner mehr, ne? Gut. Dann noch hinten kannst du nämlich auch noch durch. Dieser Serverraum ist echt... Da bin ich schon so oft direkt verreckt, ey. Ach, da ist ja auch noch eine Tür. Und ganz genau. Da siehst du eh nichts, da brauchen wir gar nicht gucken. Wir gehen einfach rein und schreien die Leute an, weil die stehen, wenn dann, hier hinter den Servern. Aber da ist auch keiner mehr, glaube ich. Das müssten eigentlich alle gewesen sein. Ja. Gut. Boah, ja, Alter. Ich wollte es gerade sagen, oder da hinten sind zwei und die kommen dann gleich raus. Ja, und dann stürmen sie auf mich zu. Gut, dann räumen wir hier nur auf und dann haben wir es, glaube ich. Jetzt scheiß Kniften aufheben von den Pennern. Der ist schon gemeldet. Ja. Situation klären, was fehlt denn noch? Eigentlich nichts. Dann ist wahrscheinlich irgendwo noch einer am Leben oder noch nicht gefesselt. Ja, wahrscheinlich. Genau. Ach, hier gibt's auch noch. Ja, da geht's wohl noch weiter. Da geht's auch noch im Keller. Ach, hier, guck mal, die Tür haben wir zugekeilt. Ja, das ist die andere Seite jetzt quasi. Hier geht's in den Kellerraum. Da ist garantiert auch noch was los. Soll ich vielleicht vorgehen? Ja, warte. Als Nichtverletzter. Ich will jetzt die Tür gucken. Ich weiß nur nicht, es kann auch sein, dass das einfach der andere Eindringungspunkt ist. Dann ist dahinter nichts. Nein, da ist eine Garage und da steht ein Typ direkt geradeaus. Mit oder ohne Pistole? Mit Pistole. Hast du eine Bang? Nimm einfach in die scheiß Fresse. Nee, warte. Dann mach du die Tür auf und ich werfe eine Bang. Weil ich will ihm in die Fresse schießen. Auf immer rumzuballern. Ah, die ist verschlossen. Kannst du aufmachen? Ja, warte. Kann ich. Gut. Brauchst du aber nicht. Machen wir so. Der hat's nicht mal gehört. Warte. Oh. Okay, der hat auch aufgegeben. Beide haben aufgegeben. Sehr gut. Immer noch ums Eck. Oh, lass mich mal lieber in Ruhe, Dude. Ich mach die hier hinten. Au. Nicht sterben. Nee, nur ins Bein geschossen. Ja, das ist auch kacke. Alter, sind das viele, ey. Ohne Scheiß. Streuung von den Waffen in diesem Spiel ist auch so unnormal. Ja, gerade wenn du in den Arm getroffen wurdest. Naja, da guckst du einmal kurz nach links und auf einmal schießt du einfach überall hin. Na, siehst du.
Nice ja. and easy. Ja, ich habe keine Munition mehr. Ich schon, ich habe noch doch, ein paar Magazine. Ich habe hier noch ein bisschen was. Ja, jetzt bin ich leer. Nur was mit Pistolen habe ich nur ein bisschen was. Alter, dieses Ding, das macht auch so Lärm. Wow, Vorsicht. Alter, da kommt Wasser raus. Kapum. Ja, und jetzt nach erfolgreichem Einsatz noch ein bisschen die Bank fluten, oder die? Ist ja keine Bank, ist eine Softwarefirma. Ja. Das finde ich lustig. Das finde ich auch cool. Mir schon wieder Spaß. Das finde ich geil, dass es geht. Ja. So alt wie das Spiel ist? Ja, ne? Ist schon nicht schlecht. Bing. Ja, Mensch, haben wir das auch geschafft. Ja. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja, und wir haben wahrscheinlich auch ganz gut Punkte gemacht. Das werden wir gleich sehen. Unbeschreiblich gute Dingens auf ja, Spiele machen, ne? Ja. Ja, dafür, dass das diese harte Mission war, die ich sonst normalerweise irgendwie 8 oder 9 Mal brauche. Wahrscheinlich habe ich Ärger bekommen, weil ich direkt ihm in den Rücken geschossen habe. Ja, das wird ein paar Mal, glaube ich, sogar... Ja, na ja. 5 Mal. Wir sind eine Bedrohung für die Öffentlichkeit. Aber hey, ich meine, ne? Ey, die hatten Waffen und kamen auf uns zu. Gerechtfertigt ist da gar nichts, wenn die mit einer Schrotflinte da rumlaufen. Naja, wenn die aufgeben und du schießt denen dann in den Kopf, ist halt nicht so nett. Aber hey! Das ist gerechtfertigt. Also, ich weiß nicht. Aber es ist gerechtfertigt. Ich weiß nicht, wer das denen berichtet, weil ich sage denen ganz klar: Hallo, die haben auf uns geschossen. Mehrfach. Ja. Das wirst du ja wohl auch erzählen. Ja, ja, eben. Voll ja, dann ziehen wir, dann rechnen wir die 50 Punkte wieder drauf. Dann sind wir und bei gut. 65. Finde ich ja, okay. Haben wir geschafft. Wunderbar. Alles klar. Okay, bis